Auf 8 Holztafeln, 2 Meter hoch und 80 Zentimeter breit, hat der Landesverband Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern seine über 30-jährige Arbeit bildlich und in Worten zusammengefasst. Unter dem Motto „Selbstverständlich, miteinander, sein“ ist sie am vergangenen Montag in Güstrow eröffnet worden. Nils Wübke arbeitet im Vorstand des Landesverbandes mit und leitet außerdem das Projekt unter dem Namen Capito des Lebenshilfewerks Hagenow. Er hat die Entstehung der Ausstellung mit Menschen mit Behinderung begleitet. Ja, die Ausstellungsidee ist, glaube ich, beim Landesverband der Lebenshilfe entwickelt worden, dass Menschen mit Beeinträchtigung selbst ihre Geschichten erzählen sollen, ihre Perspektive zu den Themen der Inklusion darstellen sollen mit eigenen Geschichten, Geschichten, die bisher noch nicht gehört wurden. Und damit sie gut diese Geschichten entwickeln konnten, haben wir mit Capito Fortbildungen gegeben, sie qualifiziert, wie sie vor Menschen sprechen können zu Themen. Wir haben Dokumente in leichter Sprache und einfache Sprache aufbereitet, sie mit Sprachausgaben für Personen, die nicht lesen können, barrierefrei eben. Und so haben sie nach und nach Wissen und ihre eigenen Geschichten zu den Themen entwickeln können. Zahlreiche Gäste waren gekommen. Mandy Marter als zweite Stadträtin sprach ebenso ein Grußwort wie Thorsten Renz, der als Landtagsabgeordneter dabei war. Es sei wichtig, mit solch einer Ausstellung in die Öffentlichkeit zu gehen, sagte Thorsten Renz. Und manches, was an Selbstverständlichem erreicht wurde, müsse täglich neu erarbeitet werden. In Mecklenburg-Vorpommern leben 190.000 Menschen mit Behinderung. 28.000 davon hätten einen hohen Hilfebedarf. Diese Zahlen kamen von Clemens Rossell, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe MV. Wir brauchen Städte ohne Stufen und Menschen, die hier mitarbeiten, betonte er in seiner Rede. Damit meint er den Verein Lebenshilfe, zu dem 1.600 Mitglieder gehören. Zur Lebenshilfe Güstrow, die 1990 gegründet wurde, gehören 72 Mitglieder. 10 Einrichtungen und Dienste werden von der Lebenshilfe geführt, in denen 106 hauptamtliche Mitarbeiter sowie weitere Ehrenamtliche tätig sind. Dagmar Kluge ist Geschäftsführerin und viele Jahre arbeitete sie in der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe. Entstanden ist ja die Lebenshilfe auch mal aus einem Elternverein. Also es waren in erster Linie Eltern, die sich für die Interessenvertretung ihrer Angehörigen eingesetzt haben. Und wir haben dann ja erst später angefangen, auch wirklich Trägerschaften zu übernehmen, um dann zu sehen, dass wir diese Interessenvertretung auch wirklich umsetzen können in den Einrichtungen. Und haben über die Jahre verschiedene Wohneinrichtungen gebaut, also stationäre Wohneinrichtungen neu gebaut. Wir haben neue Angebote eröffnet, wir haben neue Angebote aufgebaut. Gerade vor 2 Jahren die Frühförderung, ein ganz wichtiger Baustein, und haben somit auch das Portfolio erweitert, um auch für die unterschiedlichen Altersgruppen und für die unterschiedlichen Interessenvertretungen auch da zu sein. Die ausgebildeten Ausstellungsbegleiter nahmen ihre Aufgabe wahr. Auch wenn sie sehr aufgeregt waren, erzählten sie von ihrem Alltag, von so manchen Schwierigkeiten und Problemen. Frank Benedix kommt aus Hagenow und berichtete über Erfahrungen in seiner Schul- und Lehrzeit. So manche Hürde hatte er da zu überwinden. Dagmar Kluge freut sich, dass die Ausstellung zuerst in Güstrow zu sehen ist. Wir wollen auf jeden Fall auf die sensibilisieren für das Thema Inklusion, für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir wollen die Öffentlichkeit mitnehmen, wir wollen die Gesellschaft mitnehmen, die Menschen, die hier leben, damit Arbeitsplätze auch gefunden werden für Menschen mit Beeinträchtigungen außerhalb der Werkstätten, auch auf dem freien Arbeitsmarkt oder ausgelagerte Arbeitsplätze wäre eine Möglichkeit. Wohnmöglichkeiten haben wir gerade gehört bei den Selbstvertretern, wie wichtig ihnen ist, selbstständig und selbstbewusst zu leben, zu wohnen und zu arbeiten einfach. Und das sind so die Themen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir hier in Güstrow die Wanderausstellung zuerst zeigen können. Am Dienstag wanderte die Ausstellung zur Tagespflege Eschenwinkel 15, denn ein großes Thema ist die Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege. Auch Menschen mit Behinderung werden älter und auch sie brauchen eine Tagesstruktur. Bewohner aus der Umgebung waren gemeinsam mit den Besuchern der Tagespflege zu einem kleinen Programm der Kita Medicus eingeladen und erfreuten sich an den Liedern und Tänzen der Kinder. Die Tagespflege wurde explizit als Ausstellungsort ausgewählt, denn am Ende des Jahres will die Lebenshilfe Güstrow diese Tagespflege in Trägerschaft übernehmen. Gabriele Kropf, die 2004 diese Einrichtung eröffnete, wird auch weiterhin die Leitung behalten.
Mit Gesprächsrunden und Podiumsdiskussionen sowie Angeboten für Schulklassen war die gesamte Woche gespickt, in der die Schau durch die Barlachstadt wanderte. Bis 2025 soll sie an allen Standorten der Lebenshilfe im Land gezeigt worden sein.